mach ich nicht. Nee, Diggi. Tu. Mann. His name is HG. Mach das auf. Come along down with me. Warum machst du dir einen Kopf? Ja, Leute, ich bin zurück aus meinem Italienurlaub. Schönes Wetter. Geile Strände. Und Mehl. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir, nachdem wir sämtliche Planeten erkundet haben, auf diesem merkwürdigen Planeten gelandet namens Schlechtus Indus Spilus. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt viel Spaß. Leute, damit herzlich willkommen zurück bei Poppy Playtime. Rocky, Nay-Nay-Time. Drücken direkt Play und spielen Chapter 1 jetzt einfach nochmal. Ja, weil das so ist jetzt. Purple Guy, nicht Blobby. Du bist irgendwie ein bisschen out of sync, habe ich das Gefühl. Also, Cool. Floppy Spieltime. Everyone thinks the staff disappeared 10 years ago. We're still here. Find the flower. Okay, mach ich nicht. Nee, Diggi. Tja, Leute, das passiert, wenn man das Spiel komplett auf Lone Settings hat. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus, auch wenn wir das schon gespielt haben, aber ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Gut, hallo. Grün, pink, gelb, rot, Leute. Halsmaul. Grün, pink, gelb, rot. Mann. Grün, pink, gelb, rot. So, mach jetzt mal auf hier. Ich darf skippen. Ist ja sehr nett von dir. Das mache ich doch. Skippen wir natürlich nicht. Wir wollen ja hier die Full Experience haben. Tighten the straps. Ja, okay, komm, jetzt reicht jetzt auch. So. Ja, natürlich. Yeah, jawohl. So, Poppy, Poppy, Schoppy. Du hältst mal dein Maul. Mach mal hier auf. Bitte, jetzt lass mich doch durch, Alter. Ach, hi. Und was haben wir hier? Die Merchandise-Produkte. Jetzt, wo ihr es sagt, du würdest sicherlich ein gutes Merchandise-Produkt abgeben. Nicht wahr? Nice. Okay. Gut, dann. Jo, geht nicht, ne? Ciao, Leute. Das war's aber die. Okay, wir machen ja schon weiter. Steph only. Ach, tja, ich bin leider kein Steph, Leute. Dann. Das war's mit dem Video. Der Prototyp. Mach auf jetzt. Mach. Hallo. So. His name is HG. Lass mich durch. Ich speedrun den Scheiß jetzt. Hi, HG. So, hallo. Okay, hier ist noch ein Tape. Das Tape habe ich nie gefunden, aber es juckt mich eigentlich auch nicht. Gib mir das, pack das hier rein. Wo sind die anderen Scheißdinger? Mach das hier auf. Mach das auf. Sag mal, haben die mir keine Batterien hingelegt oder was ist das? Hallo? Eine einzige habe ich gefunden. Was soll der Scheiß? Also, ach, hi. Und wo hast du deinen Freund gelassen? Ach, hier hinter, ey. Ihr wollt mich doch verarschen. So. Moin, Hagel, Wagel, Backen, Schagel, Schabracke. Das will ich nicht haben. Hi. Hat der mich umgefahren, ey. Gib mir die Scheiße. So, jetzt sind wir doch voll ausgerüstet, Leute. Allen unseren Händen und nicht Händen. So, jetzt geht's hier nach unten. Hui. So, dann weiß ich zum Glück, wie man dieses Rätsel First Try macht. Fragt nicht warum. Ich muss sagen, aber das Spiel sieht echt gut aus jetzt, ne? Die haben das Spiel ja geupdatet. Die haben ja Poppy Playtime Chapter 1 geupdatet. Ja, jetzt halt's Maul. Die haben ja Chapter 1 geupdatet. Was? Die haben ja Chapter 1 geupdatet.
weil das so richtig scheiße aussah am Anfang noch. Und jetzt sieht es richtig gut aus. Ich muss sagen, generell hat sich Poppy Playtime auch in eine sehr gewendet. Also es war ja bei Chapter 1 früher auch noch, also da gab es ja noch so einige andere Sachen, die bei Poppy Playtime ziemlich schief gelaufen sind. Aber jetzt muss ich sagen, ist dieses Spiel wirklich, ist wirklich einfach alles Peak, was Mob Games mittlerweile macht. Deswegen bin ich da wirklich gespannt. Die Zukunft von Poppy Playtime ist, bin ich wirklich sehr, das Spiel hat es mir wirklich sehr angetan in den letzten paar Wochen. So, kann ich diesen Sprung machen? Power on! So, also, jetzt machen wir den Scheiß mal hier wieder. Also, das ist wirklich einer meiner least favorite Sektionen in diesem ganzen Spiel, weil, I mean, Bro, du wartest hier so eine Minute oder so, einfach nur darauf, dass die Spielzüge durchfährt. Ist einfach irgendwie, weiß nicht, ist einfach irgendwie langweilig und in der Weile kannst du auch irgendwie nichts machen. Also, du musst halt irgendwie hier, keine Ahnung, irgendwie die Zeit vertreiben. Manche vertreiben sich die Zeit, indem sie dem Spielzeug hinterhergehen. Ach, das geht leider nicht mehr, schade. Ach, wer bist du denn? Noch ein Merchandise-Produkt, was wir auf die Liste schreiben können. Cool. So, dann gehen wir mal hier rein. Leute. Hi, Bro. Lange nicht gesehen. Also wirklich lange nicht gesehen. Du siehst gut aus. Du siehst wirklich gut aus. Okay, dann rennen wir mal weg, Leute. Hi, Bro. Wie geht's dir? Come along down with me. Warum machst du dir einen Kopf? Warum bin ich so langsam eigentlich? Brauchst halt auch nicht rennen so. Du kannst halt auch eigentlich einfach durch diese Gänge so im normalen Tempo gehen. Alles cool, Bro. Danger, danger. Stop, turn back. Warum gehe ich? Warum leckt es? Boah, Alter. Richtig einspielen. So, Hammers? Oh mein Gott, Alter. Alter, was ist denn los? Leute, ich glaube, mein PC ist nicht für Grafik auf Best gemacht, Alter. Ich muss sie jetzt auf Better umschalten. Irgendwie sieht das Spiel bei Better komplett scheiße aus. Naja, okay. Die Szene war interessant. Also, ich muss sagen, die ich muss sagen, generell Chapter 1 von Poppy Playtime. Aber damals hat es halt doch noch was gekostet. So, damals war es halt wirklich enttäuschend. So, jetzt ist es halt kostenlos, Bro. So, was willst du von einem kostenlosen Spiel erwarten? Deswegen, so, kostenlose Spiele können meiner Meinung nach machen, was sie wollen. So, meiner Meinung nach, wenn ein Spiel kostenlos auf Steam angeboten wird, dann kann das machen, was es will. Meiner Meinung nach kann das wirklich so schlecht sein, wie es will, weil es ist halt kostenlos so. Aber damals hast du halt wirklich Geld für Poppy Playtime Chapter 1 bezahlen müssen. Das war halt ein bisschen blöd so. Aber als Chapter 2 dann rauskam, wurde Chapter 1 halt kostenlos. Und das war halt, also das finde ich okay. Ich finde Chapter 1 für den Preis, der kostenlos ist, finde ich dieses Spiel vollkommen okay. Aber naja, wir spielen mal durch. Hi. Lass uns noch mal kurz über dieses Spiel sprechen. Es gab einige Kontroversen in der Geschichte von Poppy Playtime. Zum Beispiel das Verkaufen von NFTs und ihre sehr fragwürdigen Animationschannel. Aber ich muss sagen, mittlerweile, wo sie das jetzt in Griff bekommen haben, halbwegs, weil ja irgendwie der Head Manager da, dieser Typ, wurde ja irgendwie gefeuert oder so, oder wurde boykottiert und deswegen macht Mob Entertainment sowas jetzt nicht mehr, was absolut amazing ist, ja, also das ist schon mal definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ja, ich muss sagen, Poppy Playtime Chapter 1 für den Preis, muss man jetzt kein Meisterwerk von erwarten, auch wenn ich finde, dass Chapter 1 eigentlich sehr gut ist. Chapter 2 nehmen wir uns hier auf dem Channel noch vor, Leute. Und Chapter 3 definitiv auch noch. Leute, wenn ihr fragt, warum jetzt so eine lange Pause war, wie gesagt, weil ich im Urlaub war. Aber ich hoffe, dass ich jetzt wieder regelmäßiger Videos hochladen werde. Wie gesagt, geplant ist alle 4 Tage. Ob ich das so schaffe, weiß ich nicht. Ne? Also manchmal kann es definitiv da Komplikationen geben. Aber im Großen und Ganzen werde ich das versuchen einzuhalten. Und wenn nicht, dann kommt halt einfach mal ein Tag mal nichts und dann kommt halt am nächsten Tag was. Ist ja auch egal. Ich denke, ihr zeigt da Verständnis und dann war's das von meiner Seite hier. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge von Poppy Playtime Chapter 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Aktiviert auch gerne die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.